liebes Publikum, ich möchte Ihnen einmal über etwas erzählen, was wir im Alltag ganz häufig machen, aber worüber wir meistens gar nicht nachdenken. Nehmen wir als Beispiel diese Frauenhandtasche, die immer ganz voll ist und wo alles Mögliche drin ist. Und ich suche jetzt einfach nach dem Schlüssel, ohne hinzugucken. Und zack, ich finde den Schlüssel, ganz einfach. Und wir denken häufig nicht darüber nach. Wir suchen nach Sachen und wir können sie leicht finden. Dabei liegt da so ein komplexer Prozess zugrunde. Gehen wir mal in die Robotik. In der Robotik ist das wahnsinnig schwierig, sich zu überlegen, wie sollte der Roboter am einfachsten nach etwas tasten, um es möglichst schnell zu finden. Wenn wir darüber nachdenken, dass der Roboter in der Zukunft irgendwann in der Lage sein sollte, sich in unserem Umfeld fortzubewegen, dann muss er das genauso effizient können wie wir. Und da fragen wir uns, warum ist der Mensch so gut? Was macht er? Und da gibt es ein paar Strategien. Zum Beispiel ist der Mensch wahnsinnig gut darin, bestimmte Objekteigenschaften zu ertasten, wie zum Beispiel Ecken und Kanten. Und zufälligerweise hat der Schlüssel, den ich immer wieder ganz einfach finden kann, Objekteigenschaften, auf die der Mensch sich wahnsinnig gut konzentrieren kann. Das bedeutet, wenn ich nach einem Objekt suche, suche ich nicht nach dem Gewicht und den exakten Objekteigenschaften, sondern nur nach denen, die einfach hervorstechend sind. Und ein anderes Beispiel ist ein Haargummi. Das Haargummi ist unglaublich schwer zu finden, deswegen habe ich das von Anfang an auch auf meiner Hand gehabt und nicht in der Tasche, sonst wären die 3 Minuten vorbei, ehe ich das gefunden habe. Auf jeden Fall, dieses Haargummi ist enorm leicht und weich und ist überhaupt nicht rau, hat keine hervorstechenden Eigenschaften. Und wenn ich jetzt in der Tasche nach dem Haargummi suchen müsste, dann würde ich unglaublich lange suchen. Das bedeutet, unsere Strategie funktioniert nicht immer, aber trotzdem können wir bei bestimmten Objekteigenschaften einfach nach denen suchen und wir finden das Objekt ganz einfach. Ja, ich glaube, dann bin ich durch.